Was geht? Corey hier. Willkommen bei Einfach Bibel lesen, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man die Bibel liest. Macht das Sinn? Ich mache hier einen sehr, sehr simplen Bibelstudium, damit ihr mitmachen könnt und herausfinden könnt, wie wir Sachen herausfinden können. Diese Sätze sind einfach großartig. Wir haben bis jetzt Markus 1 gemacht. Das könnt ihr euch alles anschauen. Und in Markus 2 haben wir alle Verse bis Vers 22 gemacht. Und lesen jetzt heute weiter ab Vers 23. Seid ihr bereit? Vergesst nicht, Stift und Papier zu nehmen, die Sachen zu unterstreichen, Sachen aufzuschreiben, die ihr da rausnimmt. Und wie gesagt, habt keine Angst, das Video zu stoppen, zurückzumachen, vorzumachen. Arbeitet damit, soweit ihr könnt. Schießen wir los. Markus 2, Vers 23. Als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, fingen seine Jünger an, Weizenähren abzureißen. Da sagten die Pharisäer zu Jesus, das dürfen sie nicht. Es ist gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten und Getreide zu ernten. Doch Jesus entgegnete, habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren. Er ging in das Haus zu der Zeit, als Abiathar Hohepriester war, aß das besondere Brot, das nur den Priestern hervorgehalten ist, und gab auch seinen Begleitern davon. Auch das war ein Verstoß gegen das Gesetz. Und er fuhr fort, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Super, super interessant. Und so wie ich immer sage, lass uns erstmal zusammenfassen, was hier passiert ist. Unsere liebsten Menschen, die Pharisäer, hatten wieder ein Problem damit, dass die Jünger am Sabbat Weizen pflückten. Und wir belächeln das immer so, oder ich belächle das immer so. Aber eigentlich haben sie recht, wenn es nach dem Judentum geht, dürfen sie am Sabbat nicht arbeiten. Wenn man das Gesetz so sieht, wie es nicht sein sollte. Denn das Gesetz war nie da, um sich strikt nach Regeln zu halten. Das Gesetz war immer dafür, um zu zeigen, wie schlecht wir eigentlich sind und wie weit wir vom Gottes Standard entfernt sind und wie sehr wir Gott brauchen. Das heißt, was Jesus hier in Kapitel 2 die ganze Zeit macht, ist zu zeigen, dass dieses strikte Gesetze halten nicht der Sinn ist. Aber kommen wir zurück zur Zusammenfassung. Sie kommen, sehen, hey, die pflücken da was, das sollten sie gar nicht an einem Sabbat. Sabbat, der heilige Tag, da sollten sie ruhen. Aber Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen? So, wir sind nicht die Ersten, die sowas machen, sondern David hat auch etwas Verbotenes getan. Denn er hat etwas gegessen, was eigentlich nur den Priestern geboten, also das ist eigentlich nur für die Priestern da war. Und zuletzt sagte Jesus dann noch, hey, der Sabbat ist nicht da, um über den Menschen zu herrschen, sondern andersrum. Der Mensch herrscht über den Sabbat. So, was bedeutet das alles? Erstmal, das, was die Pharisäer hier beklagen, kommt natürlich aus dem Gesetz. Und um ein bisschen tiefer jetzt in das Thema reinzugehen, gehen wir zu der Stelle, wo es heißt, dass es verboten ist, am Sabbat zu arbeiten, weil dieses Pflücken gilt als Erntearbeit. Und lesen wir doch einfach die Stelle, wo dieses Verbot vorkommt. 2. Mose 34, Vers 21. 6 Tage sollt ihr arbeiten, am 7. Tag aber sollt ihr ausruhen, auch während der Zeit des Pflückens und Erntens. Das heißt, ja, es ist ein Gebot. Die Juden sollten nicht arbeiten an dem Tag. Nicht nur, dass es verboten ist,
sondern es wurde sogar mit dem Tode bestraft. Das sehen wir im 2. Mose 31, Vers 12. Und da heißt es, danach sprach der Herr zu Mose, befiehl den Israeliten, halte meinen Sabbat, denn sie sind ein Zeichen des ewigen Bundes zwischen mir und euch für alle Zeiten. Dadurch sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, euch heilige. Haltet den Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entweiht, muss mit dem Tod bestraft werden. Wer an diesem Tag arbeitet, muss aus seinem Volk ausgestoßen werden und sterben. Also, wir sehen schon, es ist hart. Aber was sagt Jesus darauf? Er sagt, hey, warte mal. Habt ihr nie gelesen, dass David das auch gemacht hat? Dass David, als seine Begleiter hungrig waren, ihnen was gegeben hat, was nur für die Priester vorbehalten waren? Habt ihr das nicht gelesen? So, habt ihr das einfach übersehen? Also irgendwas muss da ja sein, was ihr nicht versteht. Ne? Also er hat nicht gesagt, ja, David hat's gemacht, also können wir es auch machen. Nee, in anderen Worten, David hat's gemacht und mit ihm ist nichts passiert. Er ist nicht gestorben oder ausgestoßen worden. Das wurde ihm nicht als Sünde angerechnet. Wieso hat Jesus David genommen? Weil David wurde von den Juden immer als der Urvater gesehen, als der Fromme und so ein Prototyp des kommenden Messias. Also er wurde hoch angesehen. Aber er hat auch etwas Verbotenes getan, und zwar dieses Brot verteilt, was eigentlich nur den Priestern geweiht war. Versuchen wir doch die Stelle mal zu finden, wo David genau das macht. Diese Story, von der Jesus erzählt, lesen wir im 1. Samuel 21, Vers 7. Und da lesen wir, dass ihnen das Brot, dieses heilige Brot, gegeben wurde, weil kein anderes da war. Mit anderen Worten zeigt Jesus einfach, dass wenn jemand Hunger hat oder wenn du später kommt auch nochmal die Stelle, so wenn du etwas Gutes tust, so ist das an dem Sabbat erlaubt. Außerdem sagt Jesus weiter, dass der Sabbat nicht herrschen soll, also der Sabbat, du musst einen Ruhetag machen, du darfst dich nicht bewegen, weil die Pharisäer zum Beispiel, die haben erweiterte Gesetze hinzugefügt, sowas wie, wir dürfen nur so und so viele Schritte an dem Sabbat machen. Alles das, der Sabbat sollte den Menschen nicht beherrschen, das heißt, wenn er Hunger hat, sonst kann er sich was zu essen machen. Aber der Mensch, der herrscht über den Sabbat. Und vor allem, und wie gesagt, auch wieder hier, das Wort Menschensohn, vor allem der Messias, der kommende Retter, Jesus, der Gott ist, herrscht über den Sabbat. Und er hat die Autorität darüber. Was wir halt auch daraus nehmen können, ist, dass das Gesetz für den Menschen da ist. Und nicht, um den Menschen irgendwie zu fesseln, um den Menschen irgendwie festzuhalten. Und das werden wir, so weiter wir in das Thema reingehen, so mehr wir Bibelstudium machen, so mehr werden wir sehen, dass das Gesetz nicht so ist, wie wir heute ein Gesetz sehen, dass wir uns strikt danach halten, weil sonst werden wir bestraft. Sondern wir werden viel mehr sehen, warum ist das Gesetz da gewesen? Warum ist es da gewesen? Und was hat Jesus Neues gebracht? Und das alles werden wir noch weitermachen in den nächsten Kapiteln, in den nächsten Büchern, wie auch immer, wie lange Gott es möchte, dass wir hier diese Bibelstudium machen. Ich hoffe, euch hilft das ein bisschen, auch wenn das vielleicht nicht so tief ist oder... Ja, ich hoffe, es hilft euch. Wenn ich irgendwas rausgelassen habe, wie gesagt, habt keine Angst, mir Sachen zu schreiben, auch Kritikpunkte, solange es konstruktive Kritik ist, zu schreiben unten in die Kommentare. Ich nehme sie dann und dann werden wir ja nur stärker und wachsen einfach nur in dieser Bibelserie. Genau. Bis dahin, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.